Hallihallo, hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Civilization 5. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, und bis zum nächsten Mal, bis denn. Ach nee, das ist ja später. Ja, ihr seht hier gerade, Verteidigungsbündnis mit Dylan ist beendet. Das ist ausgelaufen, es hat keiner von uns beendet, das ist einfach ausgelaufen, weil da war ein Lag. Und ja, Produktion wählen kann ich jetzt auch, das heißt, ich mute mich mal, damit ich auch weiß, welche Produktion ich wähle. Genau. Und okay, gut, so, wir versuchen gerade mal der Rittereinheit noch hinterher zu jagen. Und was natürlich auch ganz positiv ist, unsere Städte, sie wachsen auf jeden Fall wieder. Ist natürlich wirklich sehr, sehr vorteilhaft. So, wir können auf jeden Fall eine Politik einführen. Wobei ich da erstmal nochmal schauen will, wie sieht das denn jetzt mit der Weltausstellung aus? Wurde da irgendwie was, ist da jetzt irgendwie was passiert? Noch nicht ganz, ne? Also, so, zur Ideologie. Wir können hier natürlich jede öffentliche Schule, jedes. Das ist natürlich awesome, weil wir sowieso Richtung Wissenschaft gehen wollen. Somit Dissidenten, öffentliche Meinung, negativ. Aber es ist trotzdem sehr, sehr awesome. Wir haben jetzt wirklich eine wirklich zufriedene Bevölkerung. Ne? Das kann man wirklich so erstmal sagen. Wir werden jetzt erstmal nochmal auf Plus 20. Letmes halt Ramses dem Zweiten den Krieg erklärt. Ja, ob das natürlich was wird, ne? Das ist natürlich die andere Frage, ne? Hat natürlich auch. Ja, werden wir sehen. Werden wir sehen, denke ich mal. So, das heißt, wir werden trotzdem nochmal schauen. Wir hier. Er ist halt auf jeden Fall dran an der Stadt. Man kann mir nicht vorstellen, dass er die. Ich weiß es nicht. Ich sehe es jetzt leider nicht so, aber. Bin mir nicht sicher. So, unsere nächste Sache wird dann sein, dass wir dann wirklich erstmal eine Stadt von Isabella einfordern. Das heißt, wir werden mal schauen. Also, Frieden verhandeln. Die will mir nur Eisen geben. Edo. Okay. Will sie scheinbar nicht. Okay. Das will sie nicht. Warum will sie das nicht? Okay, was hat er denn? Ah, er hat schon Artillerie hier hinten auch schon stehen teilweise. Ah, das ist natürlich blöd. Also Isabella würde uns jetzt nicht mehr so viel geben, wie das halt mal der Fall war. Das ist natürlich blöd. Wir können uns halt auch momentan nicht noch einen Krieg halt leisten. Ja, das heißt, wir werden den Krieg gegen Isabella aufrechterhalten. Und werden versuchen, dann bei Zeiten rüberzuziehen. Ja, und schauen wir einfach mal. So, der Black versucht hier gerade immer noch, weiß es gar nicht. Ist halt nicht so direkt, ne, momentan. Okay. Ah, okay, er hat seine Runde auch schon beendet. Ah, nee, doch nicht. Er zieht gerade noch die. Wobei, doch, er hat die einen. Doch. Das schon beendet, ja, alles. So, Wahl in Vancouver manipuliert. Das ist schön. Das ist schön. Ah, ich weiß nicht. Die gehen halt voll. Okay, die gehen halt wirklich voll auf unsere Minutemen.
Ah, geil. Wir haben wirklich von der Weltausstellung her, haben wir wirklich das meiste geschafft. Das ist wirklich gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt natürlich dann nicht nachlassen. Immer noch auf, So, Dynamit wäre dann auch fertig. Los Angeles ist bereit für ein neues Bauprojekt. So, das heißt, wir können hier mal ein Arbeitsboot bauen. Politik können wir wieder einführen, ne? Wir von Landstechen werden 25. Von Landsknecht. Nächste. Drei, ne? Situation, die weniger zufrieden. Ah, amerikanische Ordnung. Na, es ist natürlich schwierig. Es ist schwierig. Ja, unser Tourismus muss man aus, ne? Kultursieg werden wir nicht erreichen können. Ah, kostenlose Gerichtsbitte bei Erwogen von Städten. Ich würde das wählen. Das ist wirklich, das ist wichtig. Ich achte das wirklich für wichtig. Dann bräuchte ich, ja gut, wir haben momentan noch nicht das. Aber glaube ich doof, oder? Nee, geht. Wie sieht das denn hier oben aus? So, ich weiß nicht, ob der Black sich dann vielleicht damit ein Stück weit vielleicht auch verschätzt. Ich weiß es. Man wird sehen, ne? Wie gesagt, er hat natürlich jetzt auch den Ramses halt natürlich den Krieg erklärt, ne? Er befindet sich somit natürlich im Kriegszustand, ne? Wird natürlich Seattle bekommen, ne? Aber das sind halt natürlich 20 Runden, ne? Er hätte natürlich jetzt auch auf die safe Variante halt gehen können. Er liegt halt so weit im Vorsprung aktuell, dass er halt eigentlich, ich nenne es jetzt mal so, nicht verlieren sollte. Ja, So. Kavallerie ist natürlich jetzt wieder dran, hat aber immer noch, soweit wie ich das sehe, immer noch. Hier hätte ich angreifen können, das habe ich vergessen. Ja, das kann natürlich mal passieren, ne? Man ist ja auch nur menschlich. So, mit Vancouver verbinden wir uns so langsam. Das ist schlecht. Haben wir irgendwelche Rohstoffe, die wir gebrauchen könnten? Räucherwerkplantage. Ja. Nee, geht.
Arbeitsboot, na dann automatisieren wir den Spaß mal. Gehen hier mal zurück. Bautrupp automatisieren. Und bauen hier am besten mal ein Hotel. Ja, wir sind immer noch ziemlich im Minus, was jetzt das Gold angeht. Das natürlich auch unsere Handelsrouten werden natürlich auch. So, zack. So, Leute, Los Angeles kann natürlich mal wieder ein Stadion bauen. Schön. Das hier, wir haben leider kein Gold, ne? Aber können wir einen Seehafen bauen. So, das nächste wird dann eine Eisenbahn sein. Ja. Warum gibt es jetzt gerade Krieg? Okay, er hat es jetzt, hat er es mittlerweile geschafft, hier mal ein Stück weit die Artillerie in Position zu bringen. Das ja, dauert aber trotzdem eine gewisse Zeit alles. So, Zoo wird gerade noch in Pyongyang gebaut. Da werden vermutlich unsere Bautrupps dann als nächstes dann auch so langsam hingehen. Und ich kann ja jetzt hier auf jeden Fall schon mal eine Kleinigkeit auf jeden Fall vorweg sagen. Also wir werden uns auf jeden Fall, wir werden versuchen noch auf Sieg zu spielen. Ja, das heißt, wir werden versuchen den Punktestand dahingehend halt auf sozusagen als Indikator jetzt. Ne? Also, und das, ja, wie soll man sagen? 50 Runden haben wir dafür noch Zeit. Das bedeutet, wir müssen uns da irgendwie sehen. Wag es ja nicht, mit dem großen Propheten gegen meine Städte zu gehen. Das könnte übel für dich enden. Hä, warum denn? Ich wollte's nur mal gesagt haben. ja. Ja, das Problem ist natürlich, ne, ich bin momentan militärisch noch unterlegen. Ja, hat er auch nur hier Weltkriegsinfanterie hat er hier auch schon stehen. Problem ist halt natürlich wirklich, ich habe momentan auch keine, ich kann momentan wirklich nichts machen, weil ich halt auch keine Kohle habe. Wir können mal schauen, was der Black eigentlich überhaupt an Kohle momentan generiert. Lässt sich ja, denke ich mal, immer ganz gut machen. Hat auch nur ein Gold pro Runde, ne? So viel ist das dann halt am Ende auch nicht. So, Krankenhaus. Bauen wir mal einen Frachter dort. Ah, ne, die Gatling-Kanone, er wird auch gleich sehen, ne, dass das nicht viel bringt. Er braucht halt eigentlich deutlich mehr Kanonen, ne? Das ist halt das Problem. Halt echt das Problem. Weil wir können natürlich mal mit Ramses, ne? Mal. Handel. Öl will er viel haben. Nehmen.
Okay, er kriegt Seattle wirklich ein bisschen runter, ne? Muss man sagen. Hinten hat er auch noch eine Artillerie stehen. Kriegt das wirklich gar nicht so schlecht runter. So, Portland ist auf jeden Fall gewachsen. So, wir können ja mal schauen, wo ist eine Verbindung da? Ah, hier. Oh, da. Irgendwie ein Frachter wurde auf jeden Fall schon wieder. So, ich bin auf jeden Fall schon mal wieder fertig. Und wir beenden auch die Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Mal schauen, wie das hier ausgeht. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.